Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video heute, und zwar heute zu einem neuen Futtertest. Und zwar handelt es sich heute bei meinem Test um ein Trockenfutter für Hunde. Und zwar testen wir heute das Bosch Hundefutter. Ja, hier du siehst, es gibt irgendwas mit Futter. Und zwar das High Premium Konzept, das Adult Hundefutter mit Lamm und Reis. Und dann würde ich sagen, ja, fangen wir mal an. Das Bosch-Hundefutter gibt es ja in vielen Zoobedarfsläden natürlich zu kaufen oder natürlich auch im Internet findet man das. Also hier habe ich das beispielsweise in Lamm und Reis, das Futter gibt es aber auch in ja, Lachs und Kartoffel. Und dann gibt es auch noch andere ja, Hundefuttersorten für den Hund, beispielsweise das Bosch-Bio-Trockenfutter und auch das Bosch-Soft-Trockenfutter für Hunde. Und wir testen heute eben dieses High-Premium-Konzept, weil es einfach mit am weitesten verbreitet ist unter den ja, Hunde- und Tierhaltern und man das halt wirklich ja, fast überall zu kaufen bekommt. Ich habe hier eine 3 Kilo Futterpackung hier. Die Futterpackungen von Bosch gibt es auch in 15 Kilo Größe. Und ja, preislich ist es so, also dieses Futter Lamm und Reis kostet pro Kilo, wenn man den 3 Kilo Sack kauft, 2,66 Euro. Wenn man allerdings ja, 15 Kilo kauft, dann beträgt der Kilopreis nur bei 1,77 Euro pro Kilo. Ja, was natürlich rentabler ist. Also ich empfehle das auch immer, wer beispielsweise seinem Hund Trockenfutter füttert, kauft immer die größte Packung, weil das Futter hält sich eh und damit kommt ihr preislich immer mit am günstigsten. Das ist hier das Adultfutter, ist für alle ausgewachsenen Hunde aller Rassen geeignet. Es ist ohne Weizen, das ist schon mal sehr, sehr gut, was da drauf steht. Mit Muschelextrakt für Knorpel und Gelenke und ausgewogenes Nährstoffangebot. Das schauen wir uns natürlich gleich genauer an. Hier wird auch beworben mit ja richtig gutes Futter. Das Fazit können wir dann natürlich erst am Ende des Futtertestes ziehen. Und hier steht auch mit Immunkomplex von Tierernährern entwickelt. Ja, von irgendwelchen ja Immunkomplex oder solchen Versprechungen. Davon ja halte ich nicht viel, weil es halt meistens ja auf synthetische Stoffe zurückgegriffen ist und ich das sehr fraglich finde. Finde ich zum Beispiel auch fraglich, wenn man diese ja Frühstücksflakes und alles sieht von vielen Marken, wo steht, ja, mit 8 Vitaminen und so, also da können auch so viele Vitamine draufstehen, ja, gesund ist was anderes, wenn man diese synthetisch krebserregenden, ja, Dinger reinpumpt, aber ich glaube, ich schweife zu sehr ab und ja, wir kommen hier einfach mal zur Beschreibung, die sich hier auf der Rückpackung hier befindet. Hier wird beworben mit ausgewogenem Nährstoffangebot, hervorragendem Geschmack, gleichmäßige Entwicklung, natürlicher Zellschutz, optimierte Darmflora und ausgeprägter Fellglanz. Ja, hier sieht man auch sehr, sehr schön die Fütterungsempfehlung. Beispielsweise ein 10 Kilo Hund benötigt 155 Gramm Futter am Tag, ein 25 Kilo Hund 305 Gramm Futter am Tag und ein 50 Kilo Hund 510 Gramm Futter am Tag als Tagesration. Hier kommen wir noch zu diesem Immunkomplex. Das wird hier anscheinend ja näher erklärt. Bei unserem Immunkomplex handelt es sich um Hefen, auch bekannt als Bierhefe. Diese Hefe ist besonders reich an Mananen und Glucanen. Somit wirkt sich unser Immunkomplex nicht nur positiv auf die Darmflora aus, sondern auch auf das Immunsystem insgesamt. Ohne Weizen, durch den Verzicht auf Weizen ist dieses Futter besonders für Hunde mit einer Weizenunverträglichkeit geeignet. Wir verwenden in unseren Rezepturen eine ausgewogene Kombination verschiedener leicht verdaulicher Kohlenhydratquellen. Ja, da klingeln schon mal bei mir die Alarmglocken, weil viel Kohlenhydrate bei einem Karnivoren suboptimal. Mit Lamm getrocknet. Lamm hat sich als leicht verdaulich und ernährung- und nährstoffreiche Proteinquelle besonders für ernährungssensible Hunde bewährt. Die Verwendung von Lamm verleiht unserem Futter eine besondere Schmackhaftigkeit und Bekömmlichkeit. Ja, da bin ich mal gespannt. Hier steht auch noch Bosch Made by Bosch Tiernahrung in Blaufelden Wiesenbach. Also ich nehme an, dass das Futter Made in Germany ist. Und dann kommen wir natürlich zum interessanten Teil und das ist natürlich die Zusammensetzung, die ich mit euch auf jeden Fall durchgehen möchte.
Adult mit Lamm und Reis. Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde mit normaler Aktivität. Die ausgewogene Vollnahrung für alle ausgewachsenen Hunde. Besonders schmackhaft und bekömmlich, speziell auf die Bedürfnisse normal aktiver Hunde abgestimmt. Zusammensetzung: Geflügelfleisch, Mehl 17%, Reis 16%, Gerste, Hirse, Milo, Mais, Tierfett, Lammfleisch, Mehl 4%, Rüben, Trockenschnitzel, entzuckert, Proteinhydrolysat, Hirse, Gelb, Fischmehl, Erbsen, Fischöl, Hefe getrocknet 0,1%, Mannanoligosaccharide, also Saccharide, Zucker, Alarmglocken, 0,0%, Glucane, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Grünlippmuschelextrakt 0,1%, Chicorée getrocknet. Analytische Bestandteile: Protein 21,5%, Fettgehalt 10,5%, Rohfaser 2,5%, Rohasche 5,7%, Calcium 1,1%, Phosphor 0,9%. Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je Kilo: Vitamin A 12.000, Vitamin D 3.200, Vitamin E 70 mg, Kupfer als Kupfersulfat, Pentahydrat 10 mg, Zink als Zinkoxid 70 mg, Jod als Calciumjodat wasserfrei 2 mg, Seelen als Natriumselenit 0,2 mg. Antioxidationsmittel bei kühler, trockener Lagerung haltbar bis, ja, wie gesagt, das, was auf der Packung hinten steht, aber das ist jetzt, ja, für uns uninteressant. Was auf jeden Fall sehr interessant ist, ist ja die Zusammensetzung und die analytischen Bestandteile. Ich komme natürlich erstmal zu dem Punkt, der schnell abgehakt ist. Also die analytischen Bestandteile passen soweit, bis auf die Rohasche. Die ist mir ein bisschen, ja, bei dem Futter zu hoch. Ansonsten passt es natürlich von den analytischen Bestandteilen. Ja, jetzt kommen wir natürlich zur Zusammensetzung. Und da gibt es Positives zu sagen, aber leider auch viel Negatives. Ich fange am besten erstmal mit den positiven Sachen ab, weil die bei dem Futter leider Gottes schnell abgehakt sind. Und zwar finde ich bei dem Futter positiv, dass, ja gut, kein Weizen ist vorhanden, dafür anderes Getreide ist jetzt auch suboptimal, aber es ist halt, ja, teiloffen deklariert. Du weißt ja wirklich, was da für Zutaten von der Menge her drin sind. Teilweise sind die Sachen klar deklariert, wie das beispielsweise das Geflügelfleischmehl zu 17% vorkommt. Dann gibt es allerdings wieder, ja, Angaben wie zum Beispiel das Rübentrockenschnitzel, da weiß man überhaupt nicht, wie viel da drin ist. Das ist wiederum nicht ganz klar deklariert, aber das ist schon mal positiv, ja, anzumerken, dass halt da wirklich klar ist, ja, von den Bestandteilen, was halt da drin ist. So, jetzt kommen wir natürlich zu den negativen Aspekten und Punkten. Und dazu gibt es einiges. Zum einen ist mir einfach der Fleischanteil viel zu gering. Also wenn man jetzt das Geflügelfleischmehl mit dem Lammfleischmehl zusammenzählt, kommen wir nur bei 21% Fleischanteil. Das ist für einen Karnivoren viel, viel zu wenig. Also der Fleischanteil sollte wirklich mindestens 60% in einem, ja, guten Hundefutter betragen und auf keinen Fall halt weniger. Aber 21% sind mir viel, viel zu wenig. Dann zu einem anderen Punkt, Thema Getreide. Es ist ja schön und gut, dass auf Weizen verzichtet wurde, allerdings ist da Mais mit drin. Mais löst auch sehr, sehr viele Allergien bei Hunden auf. Gerste ist mit drin und Hirse, und Getreide hat nichts in einem Hundefutter zu suchen. Das ganze Getreide macht das Futter sehr, sehr stark kohlenhydratlastig und das ist, wie gesagt, suboptimal. Ein Karnivore zieht seine Energie natürlicherweise aus Protein und Fett, und bei dem Futter zieht es halt hauptsächlich aus den Kohlenhydraten. Man muss wirklich fairerweise dazu sagen, dass bei den meisten Trockenfutterhersteller der Kohlenhydratanteil wirklich sehr hoch ist. Auch bei Futter, wo beispielsweise auf Getreide explizit verzichtet wird, sind da trotzdem genug Kohlenhydrate in Form beispielsweise von Kartoffeln und sonstigen Zutaten mit enthalten. Also wie gesagt, Getreide hat wirklich nichts in einem guten Futter zu suchen. Allergieauslöser Nummer 1, verursacht häufig Diabetes. Ein Hund kann pflanzliche Komponente nicht richtig verwerten und auch verdauen, obwohl er die Amylase hat und das besser kann als der Wolf, heißt es nicht, dass er darauf ausgelegt ist. Und wenn man sich einfach die inneren Organe des Hundes anschaut, sind sie ja fast 1:1 dem Wolf gegenüber, nur eben, dass der Hund
eben noch zusätzlich die Amylase besitzt, was aber auf keinen Fall heißen mag, dass man den Hund wirklich hauptsächlich mit Kohlenhydraten ernähren sollte. Also der Kohlenhydratanteil beim Hundefutter oder auch wenn man auch barft, soll wirklich sehr, sehr gering sein und man kann da auch wirklich drauf verzichten. Dann ist natürlich auch der negative Punkt, ja, die Saccharide, die das Zucker gut versteckt, hat natürlich halt leider auch nichts zu suchen, was ich dann halt auch schade finde. Das ist zwar gut, dass beispielsweise ja hier das Trockenfleisch und so prozentual deklariert ist, aber bei den anderen Angaben fehlt mir das komplett. Ich weiß beispielsweise gar nicht, wie viel Hirse, wie viel Mais, wie viel Gerste ist da halt wirklich drin. Ist halt hier leider nicht ersichtlich und das macht leider dieses Futter nicht, wie der Werbeslogan sagt, zu einem sehr, sehr guten Futter. Natürlich der Kilopreis, wenn man einfach so überlegt, pro Kilo 1,77 Euro, da kann natürlich auch ja nicht viel hochwertiges Fleisch und nicht viel hochwertige Innereien natürlich auch drin sein. Das ist natürlich klar, aber das ist mir beispielsweise auch ja für den Kilopreis auch leider Gottes zu wenig. Ich kann natürlich jetzt gleich das Futter öffnen und Nero mal eine Handvoll probieren lassen. Ich werde ihn davon aber nicht eine ganze Schüssel fressen lassen, weil ja, Getreide und so muss mein Hund nicht unbedingt haben, also ein paar Stücke so als Leckerli, Sünde, geht natürlich klar. Aber ich werde die ganze offene Packung natürlich nicht in den Müll hauen, sondern ja, weiter verschenken. Das eignet sich natürlich gut bei Trockenfutter und das kommt von mir gesehen aus auf eine Pflegestelle. Und dann würde ich sagen, ja, öffnen wir mal hier live vor Ort die Packung und schauen uns die Kroketten an und bewerten dann auch, ja, das Geruch von dem Futter. Und was man zu der Verpackung sagen soll, ist, dass die Verpackung wieder verschließbar ist und hier halte ich das Futter. Es riecht halt, ja, ganz normal, wie eben Trockenfutter so riecht und bei mir tummeln sich hier die Tiere. Remi, geh mal bitte beiseite. Das ist hier kein Katzenfutter, also beide Katzen umwerben mich gerade und Nero hier auch. Ich glaube, man sieht es hier unten. Und dann würde ich mal sagen, du darfst gerne mal probieren, Nero. Er ist ja eh ein Allesfresser, also ja, er frisst eh alles auf. Was mich halt jetzt wundert, ist, dass die Katzen so mega fasziniert von dem Geruch sind, weil die hier schnurren und unbedingt an die Packung ran wollen. Ja, was für eine Wertung will ich dem Bosch-Trockenfutter geben? Wie gesagt, es ist natürlich viel besser aufgeschlüsselt, also die Deklaration, als ja andere Hersteller, die wir hier auch hatten. Unter anderem auch Cäsar oder auch Whiskas für Katzen, wo überhaupt nicht ersichtlich war, was in dem Futter drin ist. Was aber dann natürlich enttäuschend ist, ist, dass da halt viel zu wenig Fleisch drin ist, massig Getreide, Saccharide, der Rohascheanteil ist mir auch einfach ein bisschen zu hoch. Und aus diesem Grund finde ich das, ja, Bosch, auch wenn es hier High Premium Futter heißt, wirklich nicht gut und ich würde eben ja, eine Wertung von 3 Punkten, also 3 von 10 Punkten geben. Was ich dazu sagen muss, also ich habe mir auch die anderen, ja, Bosch-Sorten angeschaut. Also das Bosch-Bio-Futter ist mithin am katastrophalsten. Also dem hätte ich wahrscheinlich 1 Punkt, maximal 2 Punkte gegeben. Also Fleischanteil ist da nur so ein bisschen vorbeigehaucht, muss man tatsächlich sagen. Das Bosch-Softfutter hat mich aber überrascht. Das ist sogar recht annehmbar. Also die Sorte Ente hatte da wirklich 60% Frischfleischanteil von der Ente mit drin, was halt schon mal ja recht positiv ist. Natürlich ist der Preis dann halt entsprechend höher als dieses Futter hier. Das war aber halt auch schon besser. Bei dem Futter habe ich auch ein paar Sachen, ja, mit denen ich nicht so ganz einverstanden bin. Mal schauen, vielleicht teste ich das dann auch einfach mal in der Zukunft dann mit euch dieses Bosch Soft Hundefutter und gebe dazu mein Fazit. Wie gesagt, zu dieses Futter konnte mich halt leider nicht überzeugen. Ich weiß, es wird sehr, sehr gerne von vielen Hundehaltern gekauft. Aber ja, aufgrund der ganzen Punkte, die ich eben euch erläutert habe, würde ich dieses Futter persönlich nicht füttern. Und ich würde es euch auch nicht empfehlen, euren Hunden zu füttern. So, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und war für euch hilfreich und aufschlussreich. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Vergesst natürlich nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute, und ciao!